Aua. Was war das denn? Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn heute werden wir zusammen uns etwas angucken. Klingt langweilig, ist es aber glaube ich nicht. Beziehungsweise, wer weiß es schon, ich habe es nicht rausgesucht. Ich habe es rausgesucht. Julian hat, ich glaube vorgestern, während wir noch in Schottland waren, im Restaurant saßen, hat der Julian ein Video angeguckt. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Er hat einfach YouTube durchgestalkt und ich habe eine einzige Information und ich schwöre es wirklich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß einfach nur, dass angeblich jemand irgendwas von mir sich hat tätowieren lassen und er meinte, es wäre so krass, dass ich unbedingt ein Reaktionsvideo darauf machen könnte, wenn ich wollen würde. Und ja, ich will. Deswegen sitze ich jetzt hier. Also wir saßen da alle so, ja? Als würde ich jetzt so voll die krasse Story auspacken. Das ist halt einfach ein Typ, der hat sich einfach der hat sich dein Face irgendwo hin tätowieren lassen. Doch. Nein. Also es ist kein Fake. Wenn dieses Video Fake ist, dann ist das Hollywood, der Typ. Alter, ich habe so... Wie mein Gesicht jetzt mal ernsthaft? Es ist ein Bild, was du mal auf Instagram hochgeladen hast. Ein Porträt von dir, ja. Also ein Bild halt. Ja. Ich sag jetzt nicht, wie groß, ich sag dir nicht, wohin. Das musst du alles jetzt selber sehen. Scheiße, ist das krank. Korrekt, ne? Also ich bin sehr gespannt, was das jetzt für ein Video ist, was das für ein Kerl ist. Aber ich kenne ihn nicht, ne? Sieht eigentlich ganz normal aus. Ist der Hals schon tätowiert? Ja, ja, klar, der Hals ist schon tätowiert. Also wahrscheinlich hat er mehrere Tattoos. Okay, weil, wisst ihr was? Ich laber jetzt nicht lange drum rum. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hast du es Raphael auch schon gezeigt? Der Raphael? Ja. Raphael? Oh Mann, ich will es auch endlich gucken. Du darfst jetzt nichts sagen. Sag nichts, wo das ist oder was das ist. Alter. Was ist das der, okay, komm. Ich hab Angst. Warte nicht ernst. Der lässt es sich richtig stechen. Der haut sich das wirklich so. Also wirklich für immer so ein Tattoo? Ja, nee, nicht ein Tattoo für eine Woche. Also. Los! Moin, Alter, scheiße. Ich bin hier vor meinem Arbeitsplatz. Oh, ich darf nicht so schnell schwenken, oder? So, ich habe ja die scheiß Highfield Challenge aus unerklärlichen Gründen verloren. Ich weiß nicht wieso. Habe angekündigt, mir ein fucking Bibis Beauty Palace Tattoo stechen zu lassen. Das werde ich heute natürlich umsetzen. Leider. Ich werde mir jetzt wirklich ein Bibis Beauty Palace Porträt Tattoo von meinem Chef tätowieren lassen. Okay, also erstmal hat er das gemacht, weil er eine Wette verloren hat. Ja. Das ist nicht sein fucking Ernst. Der hat eine Wette verloren. Was denn für eine Wette? Ich will wissen, was das für eine Wette war. Keine Ahnung, wer weiß jetzt von der Wette? Ich hab ja nur das gesehen. Ich bin vorspulen. Nicht nur meine Frisur scheiße und auch meine Laune. Meine Laune ist scheiße. Guck mal. Ruhe bitte. Schwachkopf bekommt Bibis Beauty Palace Tattoo. Das steht einfach am Tattoo-Laden vorne dran. Ach du Scheiße. Das ist das Bild. Nein. Das ist nicht sein... Nein, das ist nicht sein Ernst. Siehst du das eigentlich? Das ist die Größe. Das ist die Originalgröße. Warte mal, was? Der meint das doch gerade ab. Ja, tut mir leid. Ich denke, das ist... Guck weiter. Eine Biber, die hat doch keine Biberzähne, oder? Was für Biberzähne? Hallo? Ich hab doch keine so, Biberzähne. Oh, your Schnapsblick. Willst du einen Schnaps? Oh, ja. Da haben wir mal eine Menge. Will er mich verarschen? Das ist aber lustig. Der Tätowierer ist echt lustig. Hast du mal nicht mal die Anzahl von Beinen? Alter, ist das nicht das komplette Bein rasieren? Hör mich, das ist doch Bein. Bye. Ach du Scheiße. Okay, was? Willst du mich verarschen? Das ist so groß, so. Tja. So groß mein Face auf seinem Bein. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Was kann ich denn jetzt dafür? Das ist dein Ernst. Boah, Julian, welche Wette hättest du machen müssen, dass du dir dieses Tattoo machen lässt in der Größe? Welche Wette hättest du, wärst ich du eingegangen? Ich bin da sowas voll krass. Ey, das ist krank. Ich finde, der wirkt aber nett. Ja, der wirkt auch nett und die wirken alle lustig und nett, aber ich komme gerade auf diese Situation nicht klar, dass irgendjemand da draußen ist und ernsthaft sowas macht. Ich hoffe, das ist der einzige Mensch, der jemals irgendwas von mir tätowiert hat. Jetzt kommen bestimmt schon wöchentlich diese Szenen und machst jetzt jede Woche so ein Reaktionsvideo auf ein neues Tattoo. Okay, ich guck mal weiter jetzt. Glüht 81, 32 AGM. Oh, Alter. Das ist nicht sein Ernst. Oh, das sieht auch schon so richtig schmerzhaft aus. Das ist nicht sein Ernst. Das kann er sich nicht tätowieren. Oh Gott. Oh, Scheiße, der... Ich habe echt am Anfang gedacht, das ist fake, ne? Aber das wird sein Leben lang da drauf bleiben. Wenn er irgendwann 85 ist und durch die Gegend spaziert, dann hat er das immer noch. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Du guckst mich so
Zeit zurückdrehen und dem Typ das verbieten. Jetzt guck einfach. Ja, tut mir leid, das ist sehr aufregend. Der ist erwachsen und der wollte das unbedingt so haben. Ich hoffe mir von dem Tattoo, dass Bibi vielleicht sagt, boah, ich klag dich an wegen und ich dann bei Red bin. Okay, weißt du, was er gerade gesagt hat? Er hat gesagt, er hat sich erhofft, dass ich ihn einlade. Hat er gesagt? Hier wird, lieber Wilke, lade ich dich offiziell, ich guck gleich nochmal nach, lade ich dich offiziell herzlich ein. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber ich würde dich gerne kennenlernen und treffen. Ich bin so verliebt in Bibi, ne? Also ich wette, Bibis Lover hat kein Bibi-Tattoo. Oh, er hat recht. Du hast kein Bibi-Tattoo. Ja, zu Recht. Bibi, wenn du wüsstest, was ich hier für dich durchmache. Oh, ja, was schreibt er? Was? Boah, ich will es jetzt sehen, dass er... Oh, du Scheiße! Das ist nicht dein Ernst. Was hat er gemacht mit mir? Okay, stopp. Nein! Ja, nein! Doch! Was ist das? Er hat mich komplett zu einem Zombie ummontiert. Guck mal, was auf seiner Stirn steht. BB. Du Scheiße. Keine Ahnung, dieses Bild am Anfang sah voll schön aus. Also was heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schön aussehe, aber es sah halt aus wie ein normales Foto von mir. Also ganz normal. Aber wird sich so erkennen? Wird sich erkennen? Ich würde mich auch erkennen. Vor allem erkenne ich, von welchem Bild das ist sofort. Weißt du, wie das aussieht? Als hättest du so ein Halloween-Tutorial hochgeladen. Rat mal, wer jetzt da drauf übereskalieren würde. Wem müsste man das jetzt mal zeigen? Weißt du nicht? Deiner Mama. Ach du Scheiße, die flippt voll aus. Wenn du das deiner Mutter zeigst... Guck mal, Bianca. Ah! Ich weiß nicht, ob ich zufrieden mit dem Endergebnis bin. Ich würde sagen... Mann, wir müssen den treffen, Bibi. Die haben mich verhässlich. Ja, wir treffen den doch nicht. Ich glaube, ich bin echt froh darüber, dass es nicht 1:1 ein Porträt von mir ist, weil ich finde es einfach viel zu krass. Das könnte halt auch irgendwie einfach nur irgendein Gesicht sein. Und wenn man es nicht weiß, dann weiß man nicht, dass ich es bin und so. Wenn es jetzt echt so eine Foto-ähnliche Abbildung wäre, fände ich es noch viel krasser. Ich habe einfach gar nicht jetzt damit gerechnet. Fährst du jetzt? Ich fahre jetzt zu meiner Mama, dann zeige ich ihr das auch und dann filme ich auch ihre Reaktion. Ich bin mega gespannt. Ich glaube, das wird auch nochmal richtig krass. Aber warte, ich will ganz kurz vorher nochmal was generell zu Tattoos sagen. Ich habe ja selbst ein kleines Tattoo, dieses kleine Mini-Herz. Und ich habe mir das echt fast jahrelang überlegt, ob ich ein Tattoo machen will. Und dieses Tattoo hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung. Und selbst wenn ich, das wird niemals in meinem Leben, glaube ich, passieren, soll man nicht sagen, aber selbst wenn ich irgendwann mal das Herz als Symbol nicht mehr schön finde, dann hat dieses Tattoo halt trotzdem eine dolle Bedeutung für mich, dass ich es niemals bereuen würde, dass ich das gemacht habe. Und generell soll das natürlich jeder für sich entscheiden, nur ich sag euch, das Ding bleibt für immer auf eurem Körper drauf. Klar, es gibt mittlerweile auch Lasermethoden, sich das wieder wegmachen zu lassen. Dann kommen Narben und alles Mögliche. Deswegen wartet jahrelang, malt euch dieses Tattoo auf, legt euch das in die Schublade, wenn es euch nach 6 Jahren immer noch gefällt. Dann ist es was anderes und ich finde, Tattoos müssen immer eine Bedeutung haben. Muss jeder für sich entscheiden. Es gibt auch viele Leute, die einfach das als Kunst sehen und einfach voll mit Tattoos sein wollen. Das akzeptiere ich auch voll. Für mich wäre das nichts. Ich finde, das muss so eine Bedeutung haben, weil irgendwann mag man das Symbol oder was man sich tätowiert hat, irgendwann nicht mehr und dann bereut man es. Und auch diese Fälle kenne ich aus meinem Freundeskreis. Deswegen, das ist schon ein kniffliges Thema. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr generell davon haltet, sich sowas tätowieren zu lassen, was ihr von diesem Tattoo haltet, von diesem Endergebnis. Ich fahre jetzt zu meiner Mama. Hallo Schatzi. Hallo Mama. Okay Mama, ich werde dir jetzt ein Video zeigen und ich möchte einfach nur, dass wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit auf Pause drücken und du sagst einfach nur deine ehrliche Reaktion. Also ich bin wirklich gespannt, dass du das. Ja, ich auch. Und los. Warum lachst du? Warum lachst du? Warum lachst du? Der hat sich doch nicht mehr alle. Das ist deine Reaktion? Der hat sie nicht mehr alle, Schatzi. Und ohne Quatsch, der hat irgendwie so eine Wette abgeschlossen. Und der hat eine Wette verloren und lässt sich jetzt ein Bild von mir tätowieren. Ja, Schatzi. Verewiglich bis zum geht. Ich entschuldige, aber... Ja, guck mal, wie blöd kann man denn sein? Der macht das nicht wirklich, ne? Doch!
Also das wird auf jeden Fall das schönste Tattoo, was er jemals hatte. Oh. Oh, bist du hübsch. Nee, ne? Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Tattoo sagt, was ihr zu dem Video sagt, was ihr generell zu Tattoos, Porträts, bla 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 sagt. Und falls euch das generell gefallen hat, dass ich mal auf sowas reagiere, dann gebt mir auch einen Daumen nach oben. Dann mache ich öfter mal so Reaktionsvideos. Ich weiß gerade noch nicht worüber, aber ihr könnt mir natürlich gerne auf den ganzen Social Media Kanälen, wo ich aktiv bin, auch immer gerne Vorschläge schicken. Ich hab euch lieb. Schaut unbedingt jetzt bei Julans Video vorbei. Erstmal danke, Julian, dass du dieses Video wirklich gemacht hast für mich. Und Julian hat... Er hat heute sich seine absoluten Lieblingssüßigkeiten geholt, also wirklich so einen Haufen Süßigkeiten, und hat alle Süßigkeiten zusammen gemixt und daraus ein Bonbon aus all seinen Lieblingssüßigkeiten quasi gemischt. Und guckt es euch einfach an, so wie war richtig krass geworden. Ich habe es auch probiert, ich will noch nicht zu viel verraten. Verlinke ich euch in der Endcard und in der Infobox. Das war's, ich höre jetzt auf zu labern. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb und ich sage tschüss.